Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich ganz herzlich zu unserem gemeinsamen Abendgebet plus Thema des Abends. Heute möchte ich mit dir sprechen über Religion und Spiritualität und was der Unterschied ist. Spannendes Thema, wie ich finde. Und ich möchte dir erklären, warum Spiritualität Gott viel näher ist als die klassischen Religionen. Darüber sprechen wir aber nach unserem Gebet. Ich rufe die Engel, ich rufe die Erzengel, ich rufe die aufgestiegenen Meister, ich rufe die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel und alle Wesen des Lichtes an und bitte sie, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde mein Herz nun mit deinem und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden. Und wir verbinden uns miteinander und werden somit zu einem Leuchtfeuer aus Licht. Großer Gott, allmächtiger himmlischer Vater, wir können uns gar nicht genug an dich wenden und es ist wunderschön, dass wir uns jeden Abend an dich wenden. Ich lobpreise dich, ich verherrliche dich, ich liebe dich, mein Gott und mein Schöpfer. Ich danke dir für deine Anwesenheit und ich danke dir, dass du uns so gut führst durch diese Zeit, dass du uns den Mut gibst, die Kraft gibst und die Stärke gibst, diese Zeit zu überstehen und dass du uns das Vertrauen schenkst, dass alles gut ist, durch deine Liebe, durch deine Gnade, durch deine Wärme. Wir bitten dich, lass es uns noch leichter werden. Hilf den Menschen, die noch nicht erwacht sind, die die Wahrheit noch nicht sehen können, dass sie sie endlich sehen. Hilf uns, mit diesen Menschen liebevoll und verständnisvoll umzugehen und löse die Spaltung, die auf dieser Welt und auch in unserem Deutschland vorhanden ist, endgültig auf. Lass die Menschen sich wieder verbinden, lass sie sich vereinen und sich auf gemeinsame Ziele fokussieren, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Amen. So, Spiritualität und Religion. Was ist der Unterschied? Warum wird die Zukunft frei sein von Religion? Die Engel sagen, dass die Religionen ausgedient haben. Also das ist eine ganz, ganz klare Tatsache und da kommen wir auch nicht mehr raus. Ne? Die Religionen auf dieser Welt haben tatsächlich komplett ausgedient, sagen die Engel. Die Religionen sind niederschwingend, sie erzählen uns von einem strafenden Gott, sie wollen Macht ausüben, wollen Menschen klein machen. Die in der Spiritualität, in der echten und wahren Spiritualität ist der erste Punkt schon mal, ich glaube nicht an Gott. Ich weiß, dass er existiert. Es gibt immer so ganz besonders schlaue Menschen, da könnte jetzt was kommen, du sagst, nein, du glaubst zu wissen, dass Gott existiert. Nein, das auch nicht. Ich glaube nicht zu wissen, dass Gott existiert. Ich weiß, dass Gott existiert. Ich sage das nochmal ganz, ganz klar. Ich weiß, dass die Engel existieren. Warum weiß ich das? Betet doch mal viel mehr. Wir beten jeden Morgen, wir beten jeden Abend. Du kannst spüren, was an Resonanz kommt. Du spürst es auf deiner Haut, du spürst es in deiner Seele, in deinem Inneren. Du fühlst die Berührung. Ich persönlich habe immer wieder erlebt, dass Gott antwortet. Er antwortet uns auf gewisse Art und Weise. Er erfüllt nicht immer die Gebete, die wir sprechen. Warum nicht? Das habe ich auch erlebt, weil es dann nicht unserem höchsten Wohl dienlich ist. Und irgendwann begreifen wir, warum das Gebet nicht erfüllt werden konnte. Er antwortet aber immer. Und wenn wir natürlich die Antworten hören und erkennen, welche Wege wir anders gehen sollen, damit wir vielleicht gewisse Ziele erreichen, gewisse Möglichkeiten erreichen, dann haben wir zugehört. Natürlich kann Gott nicht direkt mit uns kommunizieren, denn an seiner Energie würden wir unweigerlich verbrennen, weil sie viel zu hochschwingend ist. Deswegen gibt es die Engel. Die Engel sind Energien Gottes, wenn du so willst. Sie sind die direkten Boten zwischen Gott und den Menschen. Sie geben das, was Gott sagt, direkt an uns weiter. Sie kommunizieren mit uns, sie geben uns die göttlichen Botschaften, sie geben uns genau das, was Gott uns sagen möchte. Ich sage, es ist ja auch nicht alles gesagt, wir leben in einer Zeit, Gott gibt uns die Botschaften, Gott gibt uns weiterhin Prophetie und zeigt uns, was kommen wird und wie es weitergehen wird. Die Religion behauptet, mit der Bibel ist alles gesagt, das Wort Gottes ist vollendet und Gott spricht nicht mehr mit den Menschen. Das ist keineswegs so. Gott spricht weiterhin mit uns. Das ist der Weg der Spiritualität. Und ich bin auch der Auffassung, wahre Spiritualität hat nichts mit Think Pink oder Denk Rosa Rot zu tun. Denn das ist die Licht- und Liebe-Fraktion, die meinen, alles ist wunderschön, alles ist gut, alles ist super, du musst nur daran glauben, dass alles rosa-rot ist, dann ist alles rosa-rot. So ist es natürlich nicht.
sondern wir sind mit Gott verbunden und Gott verbindet sich mit uns und wir müssen auch gewisse Krisen durchleben und Herausforderungen im Leben haben, die wir brauchen. Denn natürlich können wir alle glücklich sein, auf verschiedene Art und Weise, aber den Weg zum Glück müssen wir alle selber gehen. Gott zeigt uns die Wege und die Wege gehen dürfen wir selber. Wahre Spiritualität ist der Zugang zum Göttlichen. Spirit heißt Geist und das heißt die geistige Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit dem göttlichen Geist, ist in meinen Augen der einzige Weg der echten Spiritualität. Verbindung mit den Engeln und mit Jesus Christus und mit Gott. Wie siehst du Spiritualität? Das interessiert mich sehr. Ich wünsche dir jetzt noch einen zauberhaften Abend, eine gute Nacht. Gott segne und beschütze dich. Er möge seine Engel deinen Schlaf bewachen lassen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe. Und bis morgen früh. Udo Golfmann. Tschüss.